rufen aber jetzt erstmal Tagesordnungspunkt 16 auf, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Zensusgesetz 2021, Drucksache 20-5563 zu Drucksache 20-5275. Und die Berichterstattung hat die Abgeordnete Löber. Bitte schön, Sie haben das Wort. Danke schön, Frau Präsidentin. Der Gesetzentwurf war dem Hauptausschuss in der 68. Plenarsitzung am 17. März 2021 nach der ersten Lesung zur Vorbereitung der zweiten Lesung überwiesen worden. Der Hauptausschuss hat sich in seiner Sitzung am 22. April 2021 mit dem Gesetzentwurf befasst und ist zu der folgenden Beschlussempfehlung gelangt. Der Hauptausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung anzunehmen, und das Ergebnis war einstimmig. Danke. Vielen Dank, Frau Abg. Löber. Hier ist vereinbart, keine Aussprache durchzuführen. Deswegen stimmen wir den auch gleich am Ende ab.